Und ich habe das komplette Unglück von Tschernobyl nachgelesen. Weil du gerade Reaktoren in Minecraft Nachgespielt. baust. Ja, ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz interessant. Wusstet ihr, dass wenn man eine gewisse Strahlengrenze überschreitet, dass man so eine Art lebende Leichephase hat, wo man eigentlich praktisch schon sicher tot ist, aber sich gut fühlt, weil die Wirkung noch nicht so zeigbar ist? Das Die ist geht so voll scheiße. faszinierend. Nee, die geht dann echt voll gut, aber du bist trotzdem tot, weil deine ganzen Stammzellen kaputt sind und dein Körper die gar nicht mehr ersetzen kann. Das ist voll interessant. Hätte ich jetzt ernsthaft gerade von einem Wisp zerschossen, während ich versuche, mit einem leeren Jetpack aus der Höhle zu kommen? Weißt du, deswegen habe ich mir Amde hat Fledermausgene gespritzt. Gene. Amde hat Gene. Die du jedes Mal erneuern musst, wenn du stirbst. Wobei, dir geht's ja noch, du Naja. bist ja nicht so oft gestorben, ne? 1, 2, 3, 4 Diamanten wieder Auf zerstört. Echse würden sie sich nicht lohnen. So. Oder auf mich? Ich möchte mal anmerken, ich wollte mir 37 Overclocker-Upgrades craften. Drei haben es geschafft, danach hatte ich kein Rubber mehr. Kein Rubber? Kein Rubber. Bei mir sind sie immer an diesen Coolant-Einheiten gescheitert. Ne, da habe ich ein Auto-Crafting-Rezept für und ich habe 150 Water-Bottles in meinem System. Naja, aber dieses Gefühl bei radioaktiver Strahlung bleibt dieses Gefühl mehrere Tage bis zu. Du fühlst dich einfach okay, weil deine ganz normalen Zellen die Strahlung ausgehalten haben, aber deine Stammzellen einfach im Arsch sind. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Zelle deines Körpers stirbt, ist die tot. Die wird nicht ersetzt. So. Aktuell habe ich übrigens 14 Brennstäbe und 6 depleted Brennstäbe in meinem Repertoire und 6 halb verbrauchte Brennstäbe. Ich sollte gucken, was Nukes kosten. Wie kriegt man eigentlich Plutonium? Du solltest es so machen, dass wenn dein Ding in die Luft geht, dass es dann alle Nukes zündet, die du bis dahin gecraftet hast und dann das sicher auch alles kaputt ist. Ich nutze jetzt mein ganzes Rubberwood, um es einfach in den Extractor zu packen. Ich habe keine Ahnung, wie man Plutonium bekommt. Kann man das finden? Ich glaube nicht. Nee. Ja, aber man kann es nicht bekommen. Es ist Ich guck mal unmöglich zu nach. bekommen. War das mit der Wrench links oder rechtsklick? Ach so, man, wenn man manchmal depletet Uranium, kriegt man daraus manchmal Plutonium. Kommt drauf an, Paddy, musst du gucken. Mach am besten erst mal einen Rechtsklick, damit bist du sicher. Moment, jetzt muss ich eben dieses Programm aufmachen, mit dem man Reaktoren planen kann, weil ich habe dafür ja extra so ein lustiges Programm. IC-Reaktorplaner V3. So. Kann man darin Plutonium verwenden? Nee. Nicht so viel Holz. Ach, scheiße. Kacke! Ach, da ja nur Glas und Holz. Ich brauche wieder meinen Helm mit Autofeeder. Langsam. Ich fand das so anstrengend, die ganzen Upgrades für den Powersuit zu bauen. Ich hab's erstmal gelassen. Der Autofeeder ist das Wichtigste. Vor allem habe ich das Zeug für die HV-Sachen, aber dann ging das Rezept nicht, weißt du? Mit Autofeeder muss ja nicht unbedingt sein. Doch. Bei dir schon. God damn it. Miau. Miau. Ich muss meinen Sound leiser machen, der Regen wird mir gerade zu laut wieder. Es regnet? Yep. Ich höre gar nichts. Wie höre ich keinen Regensound? Sei froh. Sag mir, wie du es machst. Keine Ahnung. jetzt muss ich gucken. Da geht alles raus. Jetzt ist die Frage, zieht die Farm da auch wieder rein? Wisst ihr, was das Gute ist? Dadurch, dass ich so eine Elvis-Locke oben habe, hast du ganz viel. Sehe ich keinen Regen. Sehe ich keinen Regen und höre keinen Regen. Die Locke war gut.
verdammt, ich habe ja das ganze Dirt gerade weggeschmissen. Nein! Warum tust du sowas? Weil ich Dirt brauche. Deswegen schmeiß ich's weg. Ich habe irgendwie Angst, einen Breeder zu benutzen. Die Dinger reden irgendwie von Wasserkühlungssauce und allem. Hat einer ein Deep Storage mit Dirt, wo ich mich bedienen kann? Ja. Nee, ich glaube, ich lasse jetzt mal die Finger vom Breeder. Ich habe ja genug Uran. Ich denke nicht, dass wir so schnell out auf Uran rennen. Bert, wie viel Uran hattest du nochmal extra? Keine Ahnung. Du meintest irgendwie eine sehr hohe Zahl. Also ich brauche einen Verbrauch von ca. 15 Uranohr pro Tag. Was ist denn? Hm? Den Deep Storage oder muss ich einfach an dein ME-Ding? Einfach an mein ME. Amde? Dirt. Oh Gott, ich bin bei 1042 Uran. Schau dir mal meine Cobblestone an, dann weißt du, was viel Liebe ist. Liebe dich, QB. Ich nehme mal 3 Sticks. Guck dir mal meinen Cobblestone an. Der hört ja gar nicht auf, bei 231.000 zu zählen. Cobble. 2 Millionen! Yep. Okay. Wer ist dieser Mod nochmal zum Reaktor kontrollieren? Reaktor Control. Ah, wie gut. Nee, eben nicht, das ist mein Problem. Reactor Check. So, zieht die Farm sich da auch Erde raus? Exa. Ja. Ich bin drauf und dran, meine Kohle auf Auto Fortune 3 zu packen. Ich habe 26.000 Kohle-Erz. Deswegen habe ich keinen Silk Touch auf meine Crowby gemacht. Nuclear Control. Naja, hätte ich das nicht, Exe, hätte ich vielleicht 100.000 Kohle. Ja. Da brauche ich allein für Kohle und Deep Storage Unit. Es geht, ich habe auch so viel Kohle. Bam, 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 badam, bam. Kurze Frage, wie viel Ember hast du, Exe? Ember? Ember habe ich, glaube ich, mal gelöscht ein bisschen, oder? Ember. 5.000. Ich habe 3.000 Erz. Ja, Ember habe ich ein bisschen gelöscht, weil es eh nutzlos ist. Du brauchst niemals so viel. So, 8 Bedrock. Dust, einen Stein in die Mitte. Bedrock. So. Abendes A suchen. Darf ich das da in die Mitte reinmachen? Ich werde einen Creative Mode anmachen und rausschlagen. Warum? Das wäre Cheating. Huch, jetzt habe ich die Dinger an diese Panels bei mir. Das wollte ich gar nicht. So. Cheaten darf man nicht, Amda. Cheaten darf man nicht. Wer von euch? Nevi. Was denn? Kann es sein, dass du die Crafting-CPU nicht verstanden hast? Ich hab die erstmal gemacht. Und steht dann da jetzt erstmal. Du hast die eindeutig nicht verstanden. Ich weiß. Ich hab sie auch erstmal nur so dahingestellt. Du weißt, dass das ein Multiblock ist? Ja. Du weißt, dass ein Crafting-CPU-Block nichts macht? Ich weiß. Warum steht er denn da? Einer steht. Noch. Einer noch, we can do it. Ich wollte halt ein ME-System, ich habe alles gemacht und dann dachte ich mir, gut, was fertig, was kannst du noch schon mal vom ME-System machen? Dann habe ich das gemacht. Oder der eine Cobblestone, der eine Bedrock fühlt sich schon einsam in deiner Base, oder? Weil Bedrock sind eigentlich Herdentiere. Darum, es ist gefährlich, dass Exe Zugriff auf Bedrock hat. Darum sind die auch eigentlich auch immer, wenn du unten gräbst, du findest Bedrock ja nie alleine. Der hat ja immer. Kann da jetzt noch mal einer schlafen gehen, verdammt? Wie mache ich nochmal Refined Iron? Gar nicht in dem. Das ist brauchst direkt. Du doch gar nicht. Ansonsten packst du Eisen einfach nochmal im Ofen.
Ich hab noch aber kein das Rezept geht, glaube ich, gar nicht. Ich habe auch noch kein Rezept gesehen. Es gibt auch kein Refined Iron mehr. Also laut Dings ist da noch drin. Ja, laut Wiki oder was? Nein, laut den Rezepten hier. Wofür brauchst du es denn? Ich soll ein... Moment. Er weiß es nicht. Refined Iron hat keinen Use. Was? Achso, okay. Den macht man hier anders. Okay. Kopf. Das ist jetzt der Kaktus hin, den ich gerade abgeschlagen habe. Kaktus. Kaktus mobbt mich, ey. Witzig. Ja, bin ich auch. Okay, meine zweite Insel ist langsam verkabelt. Ich brauche einen MV-Transformer. Ja. Laut der Wiki ist das ein Maschinenblock und zwei Golddinger. Funktioniert nicht. Laut dem Minecraft-internen Dingen ist das einfach nur ein Kopperkabel. Funktioniert auch nicht. Das Minecraft-interne Ding ist kaputt, aber im Prinzip gibt es dir einen Hinweis. Du brauchst jetzt Kupferkabel anstatt Goldkabel. Ansonsten ist das Rezept gleich geblieben. Okay. Nee, weil bei dem Wiki stand Maschinenblock und ich habe halt nur ein Basic-Maschinen-Dingsbums. Ja, Maschinenblock war alte Version. Okay. Ja. Okay. Gott, meine Framerate ist gerade so am Abstürzen. Hui. Ist das dann, muss ich den hier dran kloppen? Bops. Mach meine Spitzhacke schon wieder hin. Warum packe ich die ständig raus? So. Kubidos, du hast noch nicht zufällig versucht, die Bedrock-Sachen zu disenchanten, oder? Nö. Ich habe nur ein Teil, das muss ich nicht unbedingt kaputt machen. Weil wenn es gehen würde, würde ich halt mir die Pickaxe craften und sie disenchanten. Da ist nämlich nur Silk Touch drauf. Das finde ich ein bisschen doof. Ah! Fuck! Okay, Tipp für euch. Wenn man Industrial Craft Maschinen Overclocker Upgrades reinpacken will, man kann bei jeder Maschine mit Shift die Overclocker in die richtigen Slot packen. Außer beim Recycle. ist mir auch passiert. Neue Overclocker Craft. Mein Recycler hat auch schon ungefähr 8 Overclocker-Updates auf dem Gewissen. Oh Mann. Überall schön reingeschifft. Auf einmal, hä? Ist mir auch passiert. Eigentlich wollte ich das ja anders haben. Ich guck, auf einmal ist das Scrap drin, hä? Wie kriegt man Reinforced Glass? Oh Gott. Es gibt eine Menge Glassachen. What? Meine schöne Overclocker, jetzt muss ich schon wieder auf Rubber warten. Oh, was? Ich brauche ein Vance Alloy. Ja. Ja. Das ist ja, aber für einfach das Glas. Die habe ich gerade gecraftet, dann habe ich noch welche. Nein, nicht nochmal. Alloy. Und das. Brauche ich Mixed Metal Ingots und ich brauche Iron Borse Tin. So. Und was für ein Gerät müssen die nochmal? Kompressor. Natürlich das einzige Gerät, was ich glaube ich immer noch nicht hier stehen habe. Okay, ich muss nochmal was gucken. Willst du dir auch einen Industrial Howler machen oder was? Nein. Dafür brauchen wir den nämlich auch. Man braucht die für recht viel Zeug. So. Stürzt mal Minecraft ab. Hatte ich heute auch. Oder gestern. End of stream. Nicht meine Schuld. Weil du streamst ja noch. Bei dir ist ja noch kein End of stream. Ah.